Ja, grüß euch Leute. Ich bin gerade in der Arbeit, habe etwas Pause. Das Licht, die Sonne auf einer Seite, hier Schatten, egal. Wie der Zufall es manchmal so will, heute habe ich meine drei Lieblingsmesser dabei. Ja, manchmal schmeiße ich einfach ein paar Messer in meinen Arbeitsrucksack rein, um sie in der Pause etwas zu befummeln und so weiter. Ja, wie der Zufall es eben so will, ein leeres Stück Karton hat sich heute ergeben. Der ist heute einfach leer geworden und da ich jetzt meine liebsten Messer dabei habe, bietet sich das Ganze für einen kleinen Folderschnitttest an. Ja, wer am besten schneidet, da bin ich mir natürlich ziemlich sicher, es wird das Para 2 sein, aber ja, just for fun einfach. So, das Recon One mit dem CTS XAB Stahl, das habe ich zurzeit einfach jetzt am liebsten in der Hosentasche. Einfach das Gefühl, einen super robusten Klapper in der Hosentasche zu haben. Jo. So, Moment, noch kurz. Ja, so, da einfach mal ein paar Schnitte machen. Ja, fast wie Butter. Large Sebenza 21. Ja, da spürt man einen leichten Unterschied. Das ist nicht mehr so ganz wie durch Butter, eher wie durch harten Käse. Ja. Ja. Paramilitary 2. Das. Ja, durch die schlanke Klingenform. Ja. Logischerweise eindeutig. Aber. Ja, ich muss sagen, da ist jetzt wirklich kaum ein Unterschied zu spüren. Das hat ja auch einen Hohlschliff. Ja, und dieser Stahl, der CTS XHB mit dem Hohlschliff, das ist wirklich der Hammer. Also am liebsten schneiden jetzt hier, tue ich jetzt mit dem hier, das macht mir jetzt am meisten Spaß. Wirklich. Ja, also hier reißt der Karton einfach etwas. Ja, also ich muss sagen, also die Beschichtung hier, diese glänzende, ich finde, dadurch gleitet diese Klinge noch etwas smoother durch den Karton. Und diese hier hat die matte Beschichtung. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mich etwas täuscht oder mir nur einbilde, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist dieser Griff nochmal ergonomischer. Ja, also für mich persönlich hat das Recon One jetzt diesen Test am besten, also hat das Recon One am besten abgeschnitten. Zurzeit mein Lieblingsfolder, das wechselt manchmal, aber ich stehe einfach irgendwie mehr auf die
robusten Messer, Klapper. Ja. Okay. Ein kurzes Just for Fun Video. Also Leute, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.